Ich glaube, dass sich die Mädchen eben identifizieren und dass es eben auch bei uns im Film gibt es ja drei Mädchenfiguren und man findet immer jemanden, mit dem man sich identifizieren kann. Also man findet entweder die Mila oder die Kati oder die Hanna. Man findet immer Seiten an denen oder vielleicht das ganze Mädchen, dass man sagt, die ist wie ich und die ist vielleicht aber ein bisschen mutiger oder die kann ein bisschen mehr oder die ist ein bisschen fantasievoller und so wie die wäre ich gerne oder würde ich mich gerne hinentwickeln. Also das ist so, ich erkenne mich wieder und ich möchte aber gerne mich in die Richtung entwickeln und das ist auch ein bisschen ein Traum. Es geht um drei Freundinnen, Hanna, Mila, Kati. Und es geht darum, dass Jungs plötzlich ins Spiel kommen, dass plötzlich nach den Sommerferien alles anders ist, dass alle durch Hormone plötzlich gesteuert merkwürdige Verhaltensweisen entwickeln und dass Mila das eigentlich ziemlich doof findet und dass sie findet, ihre Freundinnen verlassen sie, weil sie plötzlich einen Freund haben. Und das Thema ist Freundschaft und erste Liebe und der erste Kuss. Und Mila verliebt sich natürlich auch, zum Teil gegen ihren Willen, weiß nicht, wie ihr geschieht und muss natürlich auch durch die ganzen Irrungen und Wirrungen durchgehen. Und dann geht es darum, was passiert mit der Freundschaft. Also wie verändert sich auch Freundschaft damit? Mila ist die Vernünftige, Mila ist sehr ehrgeizig in der Schule, Mila ist sehr klug. Mila ist im Grunde auch so vernünftig, dass sie, die mit ihrer Mutter alleine lebt, sich als alleinerziehende Tochter fühlt, also weil die Mutter so chaotisch ist. Und sie glaubt auch, dass diese ganzen Verwirrungen mit Jungs, dass das Abwege sind. Und guckt ihren Freundinnen so zu und versucht eigentlich, ihre Freundinnen wieder zur Vernunft zu bringen. Dann gibt es Kati, die ständig verliebt ist und auch ständig mal in einen anderen Jungen verliebt ist. Also die entliebt sich und verliebt sich sehr schnell. Und Kati findet immer alles sehr romantisch. Und Hanna ist die Dritte im Bunde. Hanna ist diejenige, die eine wunderbare Stimme hat und die von ihren Freundinnen zu Recht genötigt wird, in einem Gesangswettbewerb teilzunehmen. Und nun plötzlich im Konflikt steht, dass ihr Freund dagegen ist. Und jetzt geht es darum, singt sie weiterhin oder hört sie auf ihren Freund, der möchte, dass sie ganz bei ihm bleibt. Und da er Sportler ist, möchte er, dass sie mit ihm trainiert.